Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört mit Christoph und wir wollen jetzt genau hier mit Christoph weitermachen. Hallo. Hi Gameplayerin, entschuldige die Störung. Hast du Zeit zu helfen? Ja, deswegen spreche ich dich an. Klar, erzähl mir, was passiert ist. Ich war neulich in den eisigen Höhlen auf der Suche nach Materialien und bin in eine tiefe Verwehung geraten. Jetzt steckt mein Schlitten im Eis fest. Ich habe alles versucht, aber ich kriege ihn nicht heraus. Kannst du ihn mit deiner Magie befreien? Ich kümmere mich darum. Ich helfe gern anderen. Danke. Ich zeige dir, wo mein Schlitten feststeckt. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich auch. Also, dass ich das machen darf. Moment, das nehmen wir mit. Was ist denn jetzt? Hallo, Christoph. Lauf doch nicht so schnell, alter Junge. Wenn ich dann auch noch nebenbei was pflücke und dann auch noch irgendwo festhänge. Da ist er. Miki hat ihn gefunden. Geh mir aus dem Weg, Miki. Ich darf ihn nicht verlieren. Weg da. Ich meine, gut, zur Not, glaube ich, finde ich so einen Schlitten dann auch wieder. Aber, ne, man weiß ja nie. So. Komme ich da rum? Moment, da war noch ein Stein. Ah, wir haben jetzt so viele Steine ausgegeben, da müssen wir den jetzt auch... So, das war der Verkaufsstand. Och, wo will der denn mit mir hin? Hallo? Ach, da! Wieso kann ich nicht mit dir reden? Ach so, den muss ich jetzt befreien. So offenbar nicht. Oh, das geht. Okay. Und ich habe ihn mal eben eingepackt. Ist ja, ne, so ein Schlitten ist ja nicht so groß. Den können wir mal eben schnell einpacken. Moment, das ist Minze, oder? Dann muss ich die restlichen hier auch mal kurz einsammeln. So, Christoph. Mein Schlitten ist aus dem Eis, aber er hat viel Schaden genommen. Es gibt einen Riss in der Seite und die Kufen sind verbogen. Wir werden ihn reparieren. Keine Sorge. Ja. Herzlichen Dank auch. Ich habe ihn gerade erst in Dagoberts Laden abbezahlt. Oh, ich habe ein Buch gekauft, das helfen könnte. Der Titel ist Eisunfall, wie man einen Schlitten repariert. Kannst du es aus meinem Haus holen? Es ist wahrscheinlich in der Bibliothek. Ich werde versuchen, das Ding zu reparieren. Kein Problem. Das ist aber nicht hier, sondern hier. Drum, drum, drum. Ernten? Ach so. Knoblauch ist immer gut. Schmeckt lecker, hält gesund und ist A. Ist A. Kann man das lesen? Kann man nicht lesen. Okay, na gut. Ich soll dann auch schon mal direkt die Teile mitbringen. Ja, ist alles kein Thema. Fasern. Wollt ihr mich denn veräppeln? Fasern, ernsthaft? Oh je. Das ist jetzt der einzige Ort, der mir einfällt, wo ich schon mal Schrott gefunden habe. Also Teile. So, da haben wir ein bisschen was. Da kommt nichts Neues. Teile zum Basteln. Habe ich nur 4 von 5. Die Frage ist, wo kriege ich jetzt neue her? Ich könnte jetzt eventuell bei Wolli mal vorbeisehen. Aber ob der einfach so Teile da rumfliegen hat, das bezweifle ich doch sehr stark. Ach nee, der ist auf der Wiese unten. Der ist gar nicht hier. Der ist gar nicht hier.
Ja, euch habe ich heute schon gefüttert. Die nehmen wir auch nochmal schnell. Sind das Steine, die ich... Nee, es sind keine Steine, die ich aufsammeln kann. Ich wollte gerade schon sagen. So. Da kann ich nicht zufälligerweise irgendwie... Och nee, jetzt back hier nicht wieder rum. Nein, daneben. Ach, du kannst nicht mehr. Das ist irgendwie echt was Komisches, aber auch sehr Blödes. Da kann man nichts mitmachen. Wo soll ich denn sonst noch Teile herkriegen? Die habe ich ja sonst nur in Wollis Reich bekommen. Sammeln. Das sind nur die Blumen. Sets für... Ja, Sets für Möbel ist aber nur Möbel. Achso, Werkbank. Moment. Ach so, ich kann die basteln. Wir brauchen 10 Eisenbarren und noch 5 Teile zum Basteln. 10 Eisenbarren und 5 Teile zum Basteln. Moment, erstmal 10 Eisenbarren. Und 5 Teile zum Basteln. Ich hätte jetzt gesagt, die sind bei den Funk... Achso, hier ist es doch. Ah. Okay, also können wir nur 6 herstellen, okay. Ist ja nicht schlimm. So, dann... Ja, die Faser. Moment. Das war jetzt hier Dings. Seetang, ne? Fasern. Genau. Achso, ich könnte. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel ich brauche. Nee, 50 brauche ich. Oh, okay. 36 dann noch. Das ist ein bisschen... Dann habe ich leider nicht mehr allzu viel davon. Aber gut, dann können wir zumindest die Aufgabe jetzt machen. Achso, Moment. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir das hier drin reparieren sollen, oder? Möbel? Hier. Hä, wieso fehlen mir jetzt 4 Eisenbarren? Ach so, ja klar. Ich habe ja Eisenbarren hergestellt. Ah, okay. Nein! Willst du mich veräppeln? Das ist nicht dein Ernst. Jetzt habe ich so viel Eisen die ganze Zeit immer nebenbei mal gefarmt. Gut, ich habe jetzt auch lange nichts mehr gefarmt, muss ich dazu sagen. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal eben die Stellen schnell ab hier. Tapferer Wald sind ja Stellen, wo auch Eisenerz rauskommt. Wobei, ich glaube, das war dann in erster Linie auch Gold, was noch dabei war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und in der Mine, glaube ich, war auch noch Eisen drin. Unter anderem. Ja, und hier sind ja jetzt noch 2 Stellen. Also 2 Stellen auf jeden Fall. Vielleicht sind es auch noch mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Ich weiß eigentlich nicht, wie viel ich dafür jetzt tatsächlich brauche. Sagen wir da schon wieder. 7000, also über 7000 haben wir jetzt schon wieder. Das ist gut. Weil ich ja noch bei der Eiskönigin hinten freischalten muss. So, dann gehen wir nochmal kurz in den tapferen... Quatsch, in den tapferen Wald, genau. In den Wald der Tapferkeit rein. Und... Schau mal, hier ist noch eine Stelle. So, Achtung,
Ich muss da mal was einsammeln. Also geh mal ein Stück zur Seite. Dann gibt es noch eine Stelle. Ne, zwei Stellen noch da hinten rechts. Da gehen wir auch nochmal eben hin. Beziehungsweise eine ist links von mir. So. Sehr schön. So, und hier ist dann nochmal die letzte Stelle. Und wenn das jetzt gar nicht ausreichen sollte, müssten wir tatsächlich nochmal in die Höhle reingehen. Wobei hier halt die Chance größer ist, dass man tatsächlich das findet, was man haben will. Was habe ich denn gesagt? Wir brauchen vier mehr, ne? Hey, wieso ist das jetzt? Ach Leute, lasst es doch einfach mal da, wo es war, nämlich oben. Genau, vier mehr brauchen wir. Nein! Achso, ja, wegen dem Eisenerz, klar. Also müssen wir dann doch nochmal eben... nochmal eben in die sonnige Ebene. Ist halt doch schon ziemlich nervig, ne? Stimmt, da haben wir ja noch Baumwolle angepflanzt. Okay, da war jetzt auch einmal Eisenerz dabei. Dann hier noch. Da ist wie zu erwarten Gold bei gewesen, aber diesmal kein Eisenerz. Dann müssen wir tatsächlich in die Höhle. Ach, da hinten wäre jetzt noch was gewesen, sehe ich gerade. Und hoffen, dass da auch Eisenerz mit bei ist. Wonach es gerade allerdings nicht aussieht. Das ist dann doch ziemlich blöd. Ja, ich weiß, ich weiß. So, da geht es ja gar nicht runter. Hier war übrigens die Stelle, wo Mutter Gothel mich nicht rausgelassen hat. Das ist sowas von nervig, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte ihn eigentlich sagen sollen, dass er mitkommen soll. Ne? Ich bin auch doof. Sollte ich mir mal angewöhnen, dass ich die Leute mal mitnehme? Ja, was heißt immer? Also wenn sie natürlich Level 10 sind, braucht man das nicht. Wobei er ist, glaube ich, ja auch Level 10. Ne? Ich glaube, da brauchte ich ihn sowieso nicht mitnehmen. Ja, geh doch einfach einen Schritt weiter. Dann funktioniert das auch alles. Ja, hier finden wir wieder mehr Gold als alles andere. Das ist gut natürlich wegen Gold. Aber das ist schlecht, weil wir Eisen suchen. Och, geht das wieder los. Keine Ahnung, man sieht jetzt nicht mal, was er eingesammelt hat. Das ist doof. Was ist denn hier schon wieder... so laut. Lauf, da war Eisenerz. So. Hier probieren wir nochmal. Ja, nur Gold. Ich glaube, da war ein Eisenerz gerade dabei. Kann man das auch mal vernünftig sehen hier? Ich finde diese Kameraperspektiven, die dann auch noch immer so schnell wechseln, finde ich richtig schrecklich. So, Gold. Nochmal ein bisschen Eisenerz dabei, sehr schön. Ja, jetzt haben wir sowieso nur noch nach dem, glaube ich, noch zwei Stellen. Aber das müsste normalerweise auch so schon genug sein, um Eisen herzustellen. Aber gut, wenn wir schon mal in der Höhle sind... kann man hier auch mal direkt alles mitnehmen. So, das noch.
Da war kein Eisenerz mehr dabei. Na gut. Ist dann halt so. Kann ich auch nichts machen. So, dann gehen wir nochmal hier unten hin. Schon wieder alles so trist und eklig vom Wetter her. Einziger Vorteil ist natürlich, dass alles begossen wird. Also, oder gegossen wird. Also sprich, bei den Möbeln war es doch, ne? Sprich, ich das nicht mehr machen muss. Ach so, ja, ist ja gut. Ich habe den Eisenbarren vergessen noch zu machen. Alles gut. Ah, trotzdem ist das Möbelstück jetzt irgendwo unten in der Mitte, da. So, haben wir es jetzt. Bring den Schlitten zurück. Was auch immer der mit dem Schlitten im Wald sucht. Aber gut. Hä? Ach, der ist nicht ernsthaft jetzt am Schlafen, oder? Den wollte... Ach, da unten ist er. Den wollte ich gleich noch mitnehmen zum Leveln. Christoph! Nein, hallo? Ach so, ich stehe... Ich stehe mit den Fingern auf den falschen Tasten. Naja, gut, das soll mir mal einer nachmachen. Christoph, komm her. Hier ist dein Schlitten. Oh, hey. Das sollte halten. Ich überprüfe mal die Kufen. Prima. Mein Schlitten ist repariert. Das ist eine schöne Arbeit. Wie hast du das geschafft? Ich habe nur einige veredelte Materialien verwendet. Es hat Spaß gemacht. Das freut mich. Weißt du, ich würde gerne einige der veredelten Materialien verkaufen, die du für meinen Verkaufsstand verwendet hast. Ich bin sicher, die Leute haben dafür Bedarf. Könntest du mir Proben von allem, was du benutzt hast, mitbringen? Damit ich weiß, was ich lagern soll? Ich liebe diese Idee. Ja. Nee, ich sag mal alles fürs Teil. Danke, Gameplayerin. Faser, Ziegel, Glas, Eisenbarren. So, pass auf. Hey. Lass uns abhängen. Genau. Damit ich dich nicht wieder ständig suchen muss, wenn ich irgendwas mache. Moment, Eisenbarren habe ich dann noch. Ich hoffe, ich habe noch genug für eins. Ja. Für eins ja, für mehr nein. Eisenbarren. So, Glas habe ich irgendwo mal gefunden. Das habe ich hier auch drin. Genau. Aufteilen. Eins, glaube ich, reicht, ne? Wobei, das kann ich noch reintun. Das. Das. Ach ja, Eisenerz kann ich auch reintun. Wenn ich zumindest schon mal ein paar Sachen wieder loswerde. Los habe. Wir brauchen Ziegel und Faser. Die Frage ist, woraus stellen wir jetzt einen Ziegel her? Mal gucken. Ah, Lehm. Okay. Das ist okay. Den habe ich zwar nicht benutzt, soweit ich weiß, aber nur gut. Ich will aber nur eine Faser. So, Christoph. Nein! Ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief. Und jetzt habe ich wieder keinen... Ja, es war so klar. Jetzt habe ich wieder keinen Ersatz da drin. Kannst du einfach mal aus diesen scheiß Feldern rauskommen, damit man dich anklicken kann? Ist das denn so schwer? So, jetzt aber. Alles klar! Wow, Gameplayerin. Die sehen toll aus. Sie werden eine tolle Ergänzung für meinen Verkaufsstand sein. Weißt du, nach all dem, was Anna für mich
ein bisschen Buchhaltung gemacht hat und es hat sich herausgestellt, dass ich genug Geld mit dem Verkaufsstand verdiene, um mir einen neuen Schlitten zu kaufen, ohne Raten zu zahlen. Deshalb möchte ich dir meinen alten Schlitten als Dank für die Reparatur und alles andere geben. Ja! Du warst wirklich toll, Gameplayerin. Du hast meinen Schlitten gerettet und mir den Einstieg in ein neues Geschäft ermöglicht. Jetzt kann ich veredelte Materialien in meinen Verkaufsstand verkaufen. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Oh, und du wirst immer einen Preisnachlass bekommen. Hey! Wenn ich mich jemals bei dir revanchieren kann, lass es mich wissen. Und ich habe ein Level up. Sehr schön. Level 40. Ah, das ist die passende Krone dafür. Okay. Ich würde sagen, oder ist das jetzt wieder... Nee. Ach, da muss ich bei Anna wieder was machen. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das wieder mit was anderem zu tun hat. Und Anna, genau, mit Anna könnte ich sprechen. Schauen wir mal kurz, was die jetzt für ein Level hat. Die habe ich noch gar nicht gelevelt. Naja, gut, dann machen wir das... Achso, ja, Elsa konnte ich ja noch nicht rüberholen, genau. Aber ich will auf jeden Fall auch mit Anna weitermachen. Ich schau mal eben, wie viel Geld habe ich denn jetzt aktuell? 46.000. Ich würde nämlich am Ende euch das mal kurz gerne zeigen. Dazu lege ich allerdings noch ein paar von den Edelsteinen mal eben ab. Was machst du denn jetzt da hinten? Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So, das. So, aber stimmt. Christoph, warte mal. Bedrückt dich etwas? Gameplayerin. Einige Leute finden es seltsam, dass... Achso, das haben wir doch schon gehabt. Überhaupt nicht. Gut zu wissen. Naja. Das klingt nett. Haben wir doch alles schon durchgehabt. So. Lass uns später abhängen. Okay. Der ist eh auf Level 10. Das ist eh total egal. So, andere Sache. Maui und Remi. Ach so, genau. Remi möchte ich unbedingt noch das letzte machen. Oh, da kriege ich was für die Küche übrigens. Das heißt, ich mache... Ach so, der schläft schon wieder. Ah, das kotzt mich so dermaßen an. Maui hat wieder eine Quest, den kann ich wieder nicht nehmen. Weil dann quatschen die mir immer die Quest auf, das ist ja das Problem. Ariel könnte ich nehmen. Ariel, Mutter Gurtel hat bestimmt auch wieder eine Quest, aber Ariel hat sicher auch wieder eine Quest, oder? Ariel und Goofy, Moment. Was ist denn Ariel? Hallo? Ariel. Die hat keine Quest für mich. Wobei Goofy jetzt natürlich besser wäre, weil der hat wahrscheinlich nur noch eine Abschiedsquest für mich, ne? Ach, da unten ist er. Hi. Na, wie geht's? So, super. Hast du Zeit zum Reden? Gameplayerin, du hast so einen neugierigen Gesichtsausdruck. Willst du mich etwas fragen? Wie schaffst du es immer so gut, gelaunt zu sein? Oh. Nun, ich bin nicht immer fröhlich, aber ich versuche es zu sein. Wenn ich deprimiert bin, versuche ich an eine wirklich schöne Erinnerung mit meinen Freunden zu denken. Das zaubert immer ein Lächeln auf mein Gesicht. Wir sehen uns! Ja. Oh. Lass uns mal abhängen. So, die andere Sache wäre, da schaue ich mal kurz. Ach, guck mal. Gut, Sushi müsste man erst herstellen, aber er möchte Hering und Oregano. Oregano habe ich, doch, Oregano habe ich sogar dabei. Bitteschön. So, und... einen Hering, den könnten wir auch noch mal eben holen. Ich
möchte mir hier auch eine schöne Küche hinstellen. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Hering aussah. Moment, stopp, da. Nein, doch nicht alle. Aber du kannst ja nur alle übertragen. Ist schon richtig. So. Hallo, Goofy. Ja, bla bla. Und ich habe einen Hering für dich. Bitteschön. Geil, ne? Ja. Oh. Ja, das gefällt mir auch. Oh. Sushi. Aber kein spezielles, oder? Gucken wir hier vorne nochmal. Weil Sushi konnten wir, glaube ich, schon herstellen. Ich muss überhaupt demnächst nochmal gucken, was mir noch fehlt und ja, was ich da theoretisch für brauche. Haben wir kein Sushi? Ohne Scheiß jetzt? Ach so, wir haben die hier gemacht, was ja streng genommen auch Sushi ist, aber wir haben kein Sushi, was Sushi heißt. Mm-hmm. Ja, okay, da müssen wir da auf jeden Fall nochmal gucken, was wir dafür brauchen. Dann würde ich fast sagen, das ist hier so trist. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich rein. Also, Anna würde ich gerne weitermachen, aber dann in der nächsten Folge. Weil mit ihr müssen wir ja auch irgendwann mal die Eiskönigin, denke ich mal, kriegen. Und die möchte ich ja unbedingt haben. Na gut, Maui hätte wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Aufgaben. Der ist Level 7 mindestens. 7 oder 8 würden wir jetzt die Quest bekommen. Dass wir den dann auch mal zu Ende machen, das wäre ganz gut. Ihn müssen wir auf jeden Fall auch zu Ende machen. Ihn wollte ich ja eigentlich heute leveln, aber das Problem ist natürlich wieder, ne? Ihn kann man gerade nicht leveln, weil er am Schlafen ist, wie das dann immer so ist. Miki ist wahrscheinlich auch gleich schon wieder im Bett. Er hat das mit dieser verborgenen Anforderung. Das ist blöd. Also es ist zum Glück bisher nur bei ihm gewesen. Ach so, und ich muss auch noch die Charaktere freischalten. Na gut, dann bringt das sowieso nichts. Aber gut, die Charaktere, da kann man ja noch irgendwie drauf hinarbeiten. Aber diese verborgenen Anforderungen bin ich absolut kein Freund von. Weil man nie weiß, was das ist. Weil man nie weiß, woraus man es bekommt. Ich meine, wir haben jetzt schon eine, glaube ich, aus Ausgraben, meine ich, bekommen. Eine durch die Dornen auf jeden Fall. Das war die letzte, haben wir die von bekommen. Das heißt, theoretischerweise müssten wir jetzt andere Sachen machen, wo wir die bekommen können. Aber es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Ne? Das ist, ja. Scar müsste ich auch nochmal anquatschen. Aber ich würde den gerne dann anquatschen, wenn ich den auch leveln kann. Dass ich ihn direkt auf 10 durchziehe. So, er ist auf 10. Ach so, er braucht sogar beide. Er braucht Elsa und Anna. Das dauert also noch eine Weile länger. Der braucht nur Goofy Level 10. Ja gut, ich würde sagen, dass ich auf Goofy auf jeden Fall hinarbeite. Dass ich ihn noch mal ein bisschen level jetzt offline. Und ja, ihn level. Die brauchen wir auf 7. Die beiden hier möchte ich auf jeden Fall noch leveln. Und mit Anna möchte ich gerne die nächste Quest machen, weil die mich wirklich am meisten reizt wegen der Eiskönigin. Ich hoffe, dass ich daran denke in der nächsten Folge. Dass ich Ariel und Goofy auf jeden Fall erstmal level. Das werde ich mir jetzt mal eben aufschreiben, weil sonst vergesse ich das nämlich immer wieder. Dann kann ich nämlich mal direkt nach denen gucken. Und ja, mit Anna dann halt die nächste Folge machen. Die hatte auch keine, nee, die hat keine Voraussetzung. Genau, die hat nämlich schon die Folge für mich. Jetzt ist Miki da. Und, ach, du bist gerade hier, das ist gut. Oder habe ich dich gerade schon angesprochen? Nee, ich hatte dich schon angesprochen, ne? Ah, ich bin so doof, ich bin so doof. Ich rede so viel und vergesse dann wieder alles. Also gut, ich werde jetzt offline ein bisschen dafür sorgen, dass ich Goofy noch level. Und dann danach noch Ariel level.
Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir auf jeden Fall mit dem Bereich der Eiskönigin, also sprich mit Anna, weitermachen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!